Oh, nächste Folge, neues Glück. Im Trio unterwegs. Einige Monster haben wir schon besiegt. Jetzt sind wir gerade auf dem Rückweg. Haben einen neuen Schlüssel. Bringt mir nichts, eh alles rot. Aber da kann man bestimmt noch mal was tun. Mehr Tempo. Kommt mir aber nicht so vor, als ob wir irgendwie schneller wären. Links, rechts, links. Wo sind wir eigentlich? Ich glaube, ich gehe erst links. Wow! Okay. Ausdauertest. Ausgehalten, ausgehalten, ausgehalten. Bronzetest. Unvollständig. Okay. Scheinbar haben die da ihre neue Waffe getestet. Mir schwant Böses. Hinter dir. Aber bei denen macht er immer das Gleiche, aber die fallen auch immer wieder drauf rein. So, was haben wir hier gemacht? Zerstörbarkeitstest. Holz bricht. Stein bricht. Felsen bricht nicht. Springen aber. Also gegen Bronze ist es sehr brüchig.
Na, wieder Soldaten. Lalalala. Ja, die sind echt kein Problem mehr. Am Anfang waren die echt übel. Wenn man das mal ein bisschen raus hat, geht's eigentlich. Ja, wenn ihr wollt, ihr müsst nur mal was schreiben. Dann würde ich auch mal vielleicht entweder andere Schwierigkeitsgrade oder andere Outfits nutzen, weil es gibt ja auch andere Outfits, die ich habe. Ja. 也许还能派上用场。Aber dann müsst ihr mir was 好的，手下留情啊。 schreiben. Jetzt hat sich diese Echse da rein verkrochen, oder? Nee, hier ist er auch nicht. Das ist was? 应该是写着很复杂的东西吧。 Toll, kannst du nicht lesen, Junge? So, neue Talisman-Soldaten, Theorie. Erweiterungstest für Talisman-Soldaten. Talisman-Soldaten haben folgende Probleme. Erstens, Platzierung des Talismans an der Vorderseite könnte zu dessen Entfernung führen. Dementsprechend müssen wir sie woanders platzieren. Zweitens, wir haben zunehmend Probleme mit dem Tempo der Soldaten. Wir untersuchen alternative Möglichkeiten. Drittens, unser größtes Problem ist die Verteidigung hinten. Wir brauchen entweder stärkere Talismane oder ein leichteres, härteres Material. Oh je. Na, ich hoffe nicht. So ist das Vieh jetzt wieder da hinten da, dass ich es auch sammeln kann. Och nö, das ist ja echt weg. Das ist ja echt blöd. Da muss ich die direkt immer einsammeln. Wir haben gar kein Erdmännchen hier gefunden, ne? Das ist irgendwie ein bisschen irritierend. Schon lange keins mehr gefunden.
finde ich nicht okay. Ich glaub's nicht. Im Ernst, da war's da versteckt. So. Das kann doch nicht schon wieder alles gewesen sein jetzt hier. Das ist ein bisschen unbefriedigend. Ja, ganz im Ehren von Basti sammle ich hier alles auf. Er würde sich ja sonst beschweren. Das wollen wir ja nicht. Ich glaube, ich habe da nichts mehr so übersehen. Da oben. Ah, hier ist nichts mehr, ne? Nee. Aber da oben auf dem Gerüst. Das ist eine miese Nummer. Was, also sagt er mir, mir fehlt noch einer oder was, was war das jetzt? Aber da habe ich jetzt alles abgesucht. Hier kann keiner mehr sein. Zumindest habe ich keinen mehr gesehen. Oder ihr? Habt ihr noch was gesehen? Hilfe wäre nicht schlecht. Nehme ich gerne an. Jetzt müssen wir noch nach oben schauen, nach den Viechern. Nein. Ein blauer und ein roter. So.
Speichern können wir nochmal. Noch so regeneriert Schockwelle um mich herum, um es zu reinigen. Okay. Gelbe Seele. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Kram. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Also richtig im Kampf wirksame Zauber, außer das mit dem mit der Bank haben wir jetzt auch nicht. Ah, toll, da ist wieder so ein. Ah, das ist hier wieder so ein Tor. Das hört auch nicht auf. Kadum. Oh nein, was ist so Steinvieh? Das speichere ich lieber doch nochmal vorher. Aber ich würde auch sagen, für heute reicht das. Und dann würden wir uns wahrscheinlich morgen wiedersehen. Auf Twitch. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Follow da. Und auf YouTube gerne ein Like. Und alle neuesten News gibt's wie immer auf Facebook oder auf Instagram. Bei Card Extreme oder Card Extreme Play. Der Affe ist auch schon müde. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne bei Twitch anmelden. Könnt mir dann auch schreiben, während ich am Zocken bin. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zuschaut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.